Ich hasse Kinderserien. Das, was heutzutage für Kinder im Fernsehen läuft, will man seinen Kindern gar nicht antun. Früher ist man von der Schule nach Hause gekommen und hat sich auf die neuesten Folgen von SpongeBob, Avatar, Cosmo und Wanda, iCarly, Drake und Josh und viele mehr gefreut. Wenn Kinder heutzutage von der Schule nach Hause kommen, dann freuen sie sich auf Müll. Ich habe mir die Shows von heute angesehen und kann einfach nicht fassen, was für eine hinverbrannte Sch*** als Unterhaltung verkauft wird. Warum ist das aber so? Und was unterscheidet Kinderserien von heute mit denen von damals? So gut wie alle Kinderserien von damals haben mit dem Konzept gespielt, eine Geschichte über die Folge hinweg zu erzählen, die dann am Ende in einer Moral mündet. In Staffel 1 von SpongeBob, der Riss in der Hose zum Beispiel, versucht SpongeBob die Anerkennung und Bestätigung von Leuten zu erhalten, die er eigentlich gar nicht mag. Er reißt sich also seine Hose, was zu einem Running Gag wird. Er übertreibt es irgendwann mit den Witzen und überschreitet ethisch-moralische Grenzen, indem er so tut, als wäre er fast ertrunken, nur um seinen Witz ein erneutes Mal durchzuziehen, weshalb er von den anderen für eine lange Zeit verachtet wird. Durch die Reaktion der Leute merkt SpongeBob letztendlich, dass es falsch war, von ihm so zu handeln, weswegen er sich mit einem Lied an alle von ihm verarschten Leute entschuldigt. Am Ende wird dann klein und groß klar, dass man sich niemals verbiegen sollte, um sich immer selbst treu zu bleiben. Und das Beste daran ist einfach, dass man es dem Zuschauer nicht einfach so sagt, sondern sich eine plausible Geschichte drumherum ausdenkt, damit die Moral noch 10-mal effektiver wirkt. Man sagt nicht einfach, ey Kinder, bleibt so wie ihr seid, sondern zeigt ihnen die möglichen Konsequenzen auf, die entstehen könnten, wenn man sich für andere verbiegen sollte. Dieses Konzept ist Jahrtausende alt und beruht auf den sogenannten Fabeln. Fabeln sind nämlich lehrhafte, oft satirische Erzählungen, in der eine allgemeine anerkannte Wahrheit, eine praktische Lebensweisheit oder ähnliches veranschaulicht wird. Also im Prinzip genau das, was Kinderserien damals an Anspruch für sich selbst hatten. Der Zeichenstil und die Animation vieler neuer Kinderserien ist so unfassbar lieblos, dass ich am liebsten losheulen würde. Und durch das Zeitalter des Streamings und von TikTok ist die Aufmerksamkeitsspanne von Kindern heutzutage auch so schlecht wie noch nie. Und das merkt man an den Serien. Wirklich jede einzelne Sekunde muss etwas Krasses passieren und das Pacing ist viel zu schnell für eine Kinderserie. Warum ist denn zu schnelles Pacing schlecht, fragt ihr euch bestimmt. Man kann durch zu schnelles Pacing einfach keine Bindung zu den Charakteren aufbauen. Alles fühlt sich charakterlos an und man hat nie das Gefühl, mit den Handlungen der Figuren relaten zu können. Im Gegenteil, mir geht es teilweise so extrem auf den Sack, wenn ich sehe, wie sich eine Figur verhält, weil ich einfach nicht verstehen kann, warum er so handelt, wie er handelt. Das ist ja aber nicht mal das größte Problem. Viele der Kinderserien von heute arbeiten mit so unendlich grotesken und verstörenden Bildern, damit der kleine Pisser hinter dem Bildschirm auch ja nicht abschaltet. Alleine SpongeBob ist von so einem Müll betroffen. Man verzichtet hier komplett auf irgendeine Moral und foltert in der 52. Folge hintereinander einfach wieder Thaddäus. Ach, da wird ihm mal wieder der Zehennagel rausgerissen und alle lachen mal wieder. Toller Witz. Alle, wirklich alle SpongeBob-Charaktere sind im Gegensatz zu früher extrem eindimensional geworden. SpongeBob ist nur noch der nervige Hauptcharakter, Thaddäus ist die schlechte Laune in Person und zeigt wirklich nie eine andere Emotion und Patrick ist mittlerweile bei Minus-IQ angekommen. Keiner dieser drei Hauptcharaktere versucht noch irgendwie andere Charakterzüge anzunehmen. Vielleicht denkt Nickelodeon ja, dass die Charaktere sonst komplett für die Show werden. Und man möchte auch ja nicht irgendwelche Moral und Ethik vermitteln, das wäre ja zu anstrengend für den Zuschauer. Einfach groteske Slapstick-Comedy und dann läuft der Laden. Ich merke förmlich, wie mein Puls steigt, wenn ich mir nur vorstelle, wie Kinder nach Hause kommen, um sich so einen Müll reinziehen zu müssen. Und ja, es gibt natürlich auch Ausnahmen und nicht alles ist Dreck. Nur muss ich leider sagen, dass ich die Ausnahmen nicht gefunden habe. Bitte guckt euch mal den Zeichenstil von Casa Grandes an. Ich kann nicht mehr. Bin ich am Überreagieren oder sieht einfach alles nur noch extrem lieblos aus? Und lasst mich gar nicht mit der Baby Shark Serie anfangen, sonst muss ich mich noch selbst ins Krankenhaus einweisen. Weil wir heutzutage nicht schon vom MCU mit Superheldenmüll zugespammt werden, dachte Nickelodeon, sich 100 verschiedene Superhelden-Serien rausbringen zu müssen. Und wirklich jede einzelne von diesen Serien ist so unfassbar schlecht, dass mir das Mittagessen wieder hochkommt. Es gibt die Thundermans, eine Familie, die aus Superhelden besteht, die ihren Alltag meistern müssen, während sie nicht auffallen dürfen. Es gibt auch noch Henry Danger, der ein Teenie ist, der seinen Alltag meistern muss, während er nicht auffallen darf. Dann gibt es noch Danger Force, was ein Sequel zu Henry Danger ist, weil das alle wirklich bitter nötig gebraucht haben. Und es gibt noch die Abenteuer von Kid Danger, eine Zeichentrickserie basierend auf Henry Danger. Wow, Henry Danger muss ja dann richtig gut gewesen sein, oder? Ja, oder auch nicht. Dann wollen sie sicherlich die Serie retten, indem sie Spin-offs machen, oder? Ich übersetze euch mal diesen Kommentar zu dem zeitlosen Klassiker Die Abenteuer von Kid Danger. Stoppt diese dumme Serie. Es ist so dumm, die Realverfilmung war besser und die war schon schlecht genug. Es hat so unfassbar viele Fremdscham-Jokes. Selbst mein kleiner Bruder, der gerade einmal 2 ist, hasst diese Show. Naja, immerhin sind die Thundermans gut, oder? Ich will ehrlich zu euch sein, an diesem Punkt habe ich mich dazu entschieden, das Projekt abzubrechen. Ich werde mir keine Kinderserie mehr aus der heutigen Zeit geben. Ich kann das wirklich alles nicht mehr. Das Zeitalter von Streaming und TikTok hat den Konsum von Medien so stark beeinflusst und geprägt, dass Nickelodeon sich dazu gezwungen gefühlt hat, Quantität vor Qualität zu stellen. Ich weiß auch nicht wirklich, ob man ihnen einen Vorwurf machen kann. Letztendlich denkt so ein Unternehmen auch gewinnorientiert. Letztendlich kann ich euch nur raten, Finger von dem Müll zu lassen. Und falls ihr Kinder haben solltet, dann zeigt ihnen doch mal gerne, was ihr so in eurer Kindheit geguckt habt. Ob es Helden wie Popeye, Draufgänger wie Captain Baloo oder Abenteuerlustige wie DuckTales sind. All diese Serien vermitteln wichtige Werte, die uns auch ein Stück weit zu dem gemacht haben, die wir heute sind.
Ich hoffe wirklich, euch hat dieses Video gefallen. Das ist ein Thema, was mir sehr am Herzen liegt. Like gerne dieses Video und abonniert mich, damit ihr nichts mehr verpasst.